Soll ich heute mal das Mädchen spielen? Komm, wir spielen jetzt heute mal eine. Es kommt nämlich die Welt von Schlumpfine. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, wir machen jetzt mal das Mädchen, ne? Ich habe voll das tolle Outfit genommen. Ich bin die Mia von Outfittery. Ich mach dich hübsch. Entschuldigung. Ich hatte diese scheiß Werbung. Die hat mich so dermaßen genervt. WVP, guten Tag an dich. Diese Mia von Outfittery hat mich tierisch genervt damals, die Werbung. Guck mal, das ist Papa Schlumpf. Wie findest du mein Outfit? Hey! Lauri, hallo! Ein stürmisches Hallöchen mal wieder aus dem Lager. Viel Spaß noch. Dankeschön, Lauri! Vielen Dank. So, jetzt erstmal schlafen gehen. Wie im Real Life. Das erste, was wir machen, schlafen gehen. Ich habe heute keinen Mittagsschlaf gemacht. Ich war so kurz davor, aber ich habe es nicht gemacht. Dann hätte ich nämlich den Stream später machen müssen, glaube ich. So, Schlumpfines Traum. Jemand muss Lauri retten. Wird ständig in irgendeinem Lager festgehalten. Ja, wenn man da arbeitet, wird man da auch festgehalten, ne? Schlumpfine. Ich habe heute erst wieder festgestellt, im Video, was ich auf YouTube rausgehauen habe, dass Schlumpfine ja das einzige Mädchen im Dorf ist, ne? Die arme Schlumpfine. Die tut mir echt leid. Ah. Oh, Kissen in den Tropen. Das sieht echt schön aus, ne? Kann ich ins Wasser? Oh. Ich glaube nicht. Schlümpfe dürfen nicht nass werden. Oh. Ich sag jetzt nichts von wegen, ich darf nicht feucht werden, oder? Das wäre zu offensichtlich, dieser Witz. Den machen wir nicht. Aber es sieht schön aus. Überall Kissen. Oh. Ich bin verliebt in mein Kissen. Will es nie mehr vermissen. Kennt ihr das Lied noch von mir? Das ist eins meiner Lieder. Hat die nur ein Bein? Ich glaube, das eine sieht man nur nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Kissenschlacht gemacht habe. Das macht man doch eigentlich auch nur als Kind oder in Pornos, ne? Also entweder macht man das als Kind oder man ist eine sehr, sehr spezielle Darstellerin in einem sehr, sehr speziellen Film. Hey! Hey! Ich muss alle grüßen, weil irgendwann gibt es mal, manchmal gibt es was dafür, wenn man alle grüßt. Ah, der hat ein Geschenk für mich. Hey, danke. Ah, danke schön. Und du kochst was Schönes? So, jetzt habe ich 4 von 4. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, sonderlich schwer fiel mir dieses Spiel bisher eigentlich nicht. Der Bossgegner, den ich bisher gehabt habe, der war ganz... Ja, hatte was Schwieriges. Also da konnte man sich, wenn man das Spiel... Kampfschema jetzt nicht so ganz verstanden hat, gerade am Anfang, konnte man sich jetzt einbilden, dass er schwer ist. Was ich ja dann auch gesagt habe. Aber eigentlich war der gar nicht so schwer. Deswegen, wie mache ich denn das jetzt? Darüber? Achso, ich kann es so holen. Okay, alles klar. Ich habe Angst gehabt. Peng, voll in die Fresse. Oh, uah. Hui. Oh. Wie schön. Oh, das ist so kuschelig. Ich brauche übrigens ein neues Kissen, Leute. Ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, mein Kissen ist ausgelutscht. Ich glaube, ich brauche ein neues Kissen. Da oben muss man auch hinkommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, Moment. Uah, eine Gewitterwolke. Okay. Ha, ich bin so intelligent. Manchmal bin ich schockiert über meine Intelligenz. Ich bin so intelligent. Ha, siehst du, da ist ein Pilz. Oh, jetzt haben wir es schon wieder mit dem Pilz. Erst gestern haben wir die ganze Zeit über irgendwelchen komischen Pilz gesprochen. Jetzt haben wir schon wieder die nächsten Pilze. Das ist fast ein bisschen... Oh. Hups! Ich will die haben, Moment. Ich komme, warte. Es verfolgt uns. Das ist ja wirklich so. Immer nur Pilze, ne? Kann man irgendwas nehmen, was halt nicht so anstößig wirken könnte?
Was wäre denn etwas zum Sammeln? Gut, die Äpfel hier zum Beispiel. Oder sind das Äpfel? Ich weiß gar nicht, ob es. Nee, sind Trauben oder sowas. Oder Beeren. So, warte, den einen will ich auch noch. Ist aber. Kommst du jetzt her? Kommst du her jetzt? Geht's dir noch gut? Jetzt aber. So. Ja. Geht doch. Oh Gott, ich werde sowas in den Tod springen gleich. Uah. Erdbeeren finde ich toll. Erdbeeren. Es ist halt leider nicht die Saison. Das nervt mich momentan. Ich will ja gerne mal wieder Erdbeeren essen. Aber momentan haben wir keine Erdbeersaison. Und das regt mich echt auf. Achso, muss ich da so springen? Oh Gott, Hilfe. Ich kann die nicht umbringen. Weil die so Ding haben hier, ne? So Stacheln. Die pieksen. Das ist ein Schlüssel. Aber ich stelle mich gar nicht so doof an, ne? Hier. Guck mal. Wirkt auch ein bisschen wie Kirschen. Aber das sind doch keine Kirschen. So runde, knallrunde, rote, runde Kirschen habe ich noch nie gesehen. Ich habe so getrocknete Erdbeerchips hier. Die sind auch geil. Ja, ich mag halt lieber die frischen. Ne? Ich bin da so ein bisschen eigen, was das angeht. Okay, jetzt hat es. Auch so gefrorene Früchte sind ja eigentlich auch ganz geil. Kann man sich auch mal gönnen und so. Aber ich bin eigentlich eher so der Frischsachenesser. Ich mag das lieber frisch. Fresh. Alle Gegner umbringen. Aber hier war nichts mehr, ne? Ein Pilz haben wir bis jetzt. Von 5. Ob die Ausbeute gut war bisher? Ich weiß es nicht. Schwierig. 115er Stream-Serie, Lauri. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Wer 115 Streams mit Toffee aushält, der hat echt Respekt verdient. Oh Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Oh, da steckt einer drin. Das ist passiert. Okay, aber ich darf aber hier schon hingehen, ne? Ja, ich habe ein bisschen Angst gekriegt, dass ich gleich sterbe, wenn ich ins Wasser gehe. So, warte, aber das muss bestraft werden, dass man so doof ist. So, Entschuldigung. Also bitte, der kann ein bisschen zusammenreißen muss man sich doch, oder? Hey! Oh, guck mal, der ist ein bisschen melancholisch, der sitzt da einfach. Ja, wusste ich. Von welcher Kinderserie würdet ihr euch denn eigentlich mal ein Spiel wünschen, wenn ihr das aussuchen könntet? Von Biene Maya oder von Bumpety Boo oder von den Teletubbies? Jetzt haben wir hier was von den Schlümpfen, aber es kann ja sein, dass ihr euch vielleicht auch vorstellt, ja, davon würde ich jetzt ein Spiel nehmen oder irgendwie sowas, ne? Ich meine, vielleicht kriegen wir ja auch irgendwie was etabliert, ne? Vielleicht kommt ja irgendeine alte Kinderserie auch wieder zurück, wenn wir das nur ganz, ganz arg wollen. Versteht ihr, was ich meine? So. Oh Gott, Alter! Trottel. Oh nein! Oh! Ich bin... Ah! Was bin ich so ein Doofling? Die Gummibärenbande. Gummi... Da könnte man auch guten Jump'n'Run draus machen, glaube ich, oder? Ich glaube, die Gummibärenbande wird sich gut ergeben. Es gibt nämlich tatsächlich sogar ein Spiel von den Glücksbärchis. Das ist auch erst vor kurzem erschienen. Es gibt ein Glücksbärchi-Spiel tatsächlich. So, Moment. Ich muss mal kurz abwarten hier. Boing. So. Ich weiß nicht, wie schnell ich hier agieren muss. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. So, kurz warten. Naja, siehst du, wie schnell man hier sein muss. So. Muss viel schneller sein. Und... Okay, aber das reicht, oder? Ja, gut. Darkwing Duck, Alter. Oh. So ein Vogel kommt sofort geflogen. Ja, stimmt, da hat schon mal eins gegeben, genau. Aber stellt euch jetzt mal bitte schön ein Teletubby-Game vor. Winke, winke, Tinky, Winky. Und dann sagen sie, Buh! Und dann sagst du, nein. Und die sagen auch alle, nein. Das ist eigentlich schon ziemlich dämlich, oder? Also... Ich glaube, wann war das? Es war erst vor kurzem. Da hat mein Sohn wieder was gucken dürfen. Und da habe ich geguckt,
was es halt so gibt und so. Und dann hat er Teletubbies entdeckt, ne? Und er hat gesagt, ja, das will er mal ausprobieren. Und ich so, nein. Ich hab ihm halt erklärt, warum. Ich hab gesagt, das ist halt für ganz kleine Babys. Dass es halt für ganz kleine Babys ist und dass er ja schon zu alt dafür ist. Ich meine, er wird jetzt im Dezember 5. Der muss jetzt nicht mehr Teletubbies gucken. Hallo? Das ist... Teletubbies fand ich aber auch immer Kind richtig scheiße. Ich hab's damals tatsächlich aber auch als Kind geguckt, hin und wieder. Einfach nur, um wahrscheinlich mitreden zu können. Weil sie waren halt in. Das ist wie Tokyo Hotel zu hören. Ich krieg den Scheiß da nicht hin, ne? Das ist wie Tokyo Hotel zu hören. Du hast halt damals Tokyo Hotel gehört, weil es halt einfach alle gehört haben. Nee, eigentlich nicht. Du hast eigentlich auch die Fresse gekriegt, wenn du Tokyo Hotel gehört hast in meiner Jugend. Vor allen Dingen als Junge. Als Mädchen konntest du dich vielleicht noch so ein bisschen rausmogeln, aber selbst da hast du ein bisschen schiefe Blicke bekommen, wenn du das gemacht hast. Aber als Junge erst recht. Hä, ich bin doch draufgesprungen. Ich hab's gesehen. Jetzt stelle ich mir aber echt doof an gerade, ne? Da sag ich noch, wie leicht das Spiel ist und so, ne? Hey! Ja, ich muss auf jeden Fall dahin. Uah. Uah. Hui. Uah. Oh Gott, Hilfe. Ja, wie oft kommt da eins? Hilfe! Ich bin... Oh, Alter. War das knapp. Okay, da vorne ist noch was. Aber hier ist noch was. Ich muss das alles nachgucken. Oh Gott, Hilfe. Oh, Alter. Okay, das Spiel ist überhaupt nicht einfach. Ach, hier geht's weiter? Ach so! Ich dachte, es wäre ein Secret. Och Mann, dann war das da vorne das Secret. Ja, toll. Ja, aber da müssen wir nochmal zurück. Uah. Oh Gott. Ich hätte gerne ein Jimmy Blue Spiel. Oh, Lenya möchte ein Jimmy Blue Ochsenknecht Spiel. Wie würde das aussehen, so ein Jimmy Blue Ochsenknecht-Spiel? Okay, da ist das Secret. Jetzt habe ich es verstanden. Aber wie kommt man da hin? Komme ich da auch so hin? Durch das Ding? Wartet mal. Ich muss mal was prüfen. Guck mal, da oben ist ja auch noch was. Ja, guck mal hier. Da ist auf jeden Fall so ein Ding. Ah, siehst du? Hey Jimmy, what's up? Ja, da singt man die ganze Zeit nur Hey Jimmy, what's up oder was? Ich hätte gern, von den Wochenendkids hätte ich gern ein Spiel gehabt. Kennt ihr die Wochenendkids? Die waren eigentlich voll cool. Die könntest du sogar heute noch angucken. Das ist eigentlich gar nicht mehr meine Jugend gewesen. Da war ich schon Teenager, als die rausgekommen sind. Aber die waren cool. Die waren richtig cool. Die waren richtig abgefahren. Und ich meine nicht Disneys große Pause. Die war zwar auch irgendwie cool, aber die Wochenendkids waren cooler. Die Wochenendkids waren mega. Mit dem einen, der die ganze Zeit immer Angst vor Clowns gehabt hat. Und da gab es eine blöde Szene, wo es um Halloween ging. Und da hat eine sich als Schere verkleidet. Und der eine hat so gefragt, so von wegen, hey, was bist denn du? Und sie so, ich bin eine Papierschere. Schnipp, schnapp. Es hat sich so eingebrannt in mein Hirn, weil es einfach so dämlich geklungen hat. Das habe ich nicht mehr losgekriegt. Seitdem muss ich immer dran denken, Wochenendkids, das ist immer das mit der Papierschere. Schnipp, schnapp. Cool war halt auch, dass die Charaktere so unterschiedlich sind, aber trotzdem Freunde waren. Ja eben, wie bei den Schlümpfen. Da sind ja auch alle unterschiedlich, ne? Der eine, der immer so fröhlich ist, der andere, der immer alles hasst. Ich hasse Schlümpfe. Linda. Und? Es ist Nummer 3. Nice. Alles richtig gemacht. Ich bin eine Papierschere. Ist nicht mehr weg, ey. Unglaublich. Unfucking Fuzzbar. Jetzt habe ich hier Dings hier. Das geistige Eigentum von Ray. Oh, Alter! Ray Garvey geklaut. Der hat den Spruch nämlich bei.
bei Dings, glaube ich. Mann, als ob! Ich habe das doch abgepackt. Ich guck doch richtig. Natürlich gucke ich richtig. Verarsch mich nicht, Spiel. Ich gucke richtig, ob ich da hinpasse oder nicht. Ob es funktioniert oder nicht. Oh Gott, Hilfe. Mehr auf den Schatten achten, Toffi. So. 3. Nee, Dings, wie machen wir The Voice of Germany machen wir doch eine Ray Garvey dahinter. This is the voice of Germany. Soll ich da auch mal mitmachen? Mit meinen Songs, die ich kreiert habe? Da kann ich ja dann auch über meine Kissenliebe singen. Ich bin verliebt in mein Kissen, will es nie mehr vermissen. Für mich buzzert keiner. Wird es gerade gesehen? Okay, jetzt wird es langsam gruselig. Erst war es schön und jetzt wird es langsam gruselig. Hey! Hey! Ich warte noch mal kurz eins ab. Okay, da wartet ein Obermufti da hinten. Ja, die geht wieder weg! Huch! Und das für ein Fehler im System. Ui. Ja, mach die zweimal fertig da. Oder geh in den Tod. Ja, von mir aus. Kannst dich auch in den Tod stürzen. Ist mir wurscht. Gehen die auch wieder weg? Nee. Die gehen nicht wieder weg. Ah doch. Ja, manche von denen, weißt du? Okay, ja. Mhm. Das Spiel ist voll einfach. Toffi 2024. So. Wenigstens bleibt der Gegner weg. Oh Gott. Ah, ja. Ich muss ja irgendwo landen. Danke. Bams. Herz, dankeschön. Immerhin. Ich geh nochmal runter. Aus Sicherheitsgründen. So. Okay. Uah. Oh nein, es verschwindet! Ich hab den falschen Knopf gedrückt, glaube ich. Ach man, ich benutze das nie, dieses Schweben. Das muss man auf X machen. Das benutze ich nie. Welche Kinderserie habe ich damals noch so geliebt, was ich jetzt gerne als Spiel sehen will? Die Rugrats haben ja ein Spiel gekriegt. Alter, ist das bockschwer. Habt ihr das schon mal versucht zu spielen? Das ist auch ein Jump'n'Run. Das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer, das Rugrats-Spiel. So, warte. So. Boing. Boing. Aber Rugrats waren schon cool. Bei den Nickelodeon-Sachen habe ich ja eigentlich gar nicht so viele toll gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die meisten Nickelodeon-Sachen waren... Sieht so auffällig aus hier. Als ob es da irgendwie lang geht. Die meisten Nickelodeon-Sachen waren tatsächlich eher so ein bisschen... Oh Gott. Geht so. Ich fand die fast ein bisschen heftig. Oh Gott, Hilfe! Ah! Schnell ab! Oh. Weg da. Und die neue Biene Maya Folgen, die kann ich mir nicht angucken. Weiß jemand, warum ich mir die neuen Biene Maya Folgen nicht angucken kann? Weiß das jemand von euch? Ich gebe euch einen Hinweis. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Helene sehr bekannt. Und sie sang alles weit und breit. Und diese Helene, die ich meine, nennt sich Fischer. Kleine Sängerin, ich will nicht beleidigend werden, Fischer. Helene, arme, süße Helene. Helene, Helene. Oh. Ja, diesen neuen 3D-Kram kann ich auch nicht sehen. Nee, weil die Helene Fischer singt den Titelsong und das kann ich nicht ab. Es tut mir wahnsinnig leid, das sagen zu müssen. Okay, das zählt nicht. Wir müssen wirklich die Dinger treffen, ohne dass ich
irgendwas anderes berühre. Aber das schaffe ich doch nicht bis da hinten. Ah doch, ja stimmt, ich kann ja den Dings-Jump machen. Stimmt, ich habe es vergessen. So. Oh Gott. Alter, war das schwer. Okay. Das war die schwierigste Challenge bisher. Da müsst ihr wirklich die Sachen kennen. Ich kann gießen? Darf ich auch gießen? Hey! Hä? Ja, endlich! Oh, ich habe die nie gefunden, die Dinger. Jetzt habe ich endlich mal so ein Ding wieder gefunden. Oh, endlich. Wobei, eigentlich hätte ich es jetzt auch cool gefunden, wenn ich hätte gießen dürfen, ne? Yeah, ich bin so gut. Helene. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm verschafft. So, da ich jetzt alles gefunden habe, kann ich eigentlich durchrushen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber es sieht so schön aus. Eigentlich will man gar nicht hier raus, ne? Unabhängig davon, ob man jetzt wirklich viel von dem Spiel hat, im Sinne von Spielzeit, muss ich aber ganz ehrlich sagen, sind die Level auch sehr, sehr lang. Also, wie gesagt, der Wiederspielwert ist ja auch groß, weil man ja nicht immer alles findet. Aber die Level sind auch extrem lang, sodass man halt wirklich das Gefühl hat, da wurde viel Liebe reingesteckt. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass es hier rumgeschludert wurde. Aber... Opa, au! Okay, da hinten ist noch was, aber da komme ich nicht hier. Das heißt, ich muss das hier erstmal machen. Hey! Ich habe gerade meinen Pokéball-Joy-Con in der Hand. Ich finde ihn damals so cool. Aber einen Nutzen hat er ja eigentlich nicht so wirklich. Meinst du den hier? Ja, den gibt's. Der hat halt wirklich nur für Pokémon Go einen Sinn, ne? Alles andere. Pokémon Go. Pokémon Let's Go. Ich mag diese Neuauflage der alten Zeichentrickserien auch nicht. Nee, eben. Die meisten sind tatsächlich eher so ein bisschen... Vor allen Dingen, die Frage ist, warum muss man es denn neu auflegen? Kann man sich die alten Sachen denn nicht angucken? Ach, die sind dann wahrscheinlich wieder nicht kindgerecht genug, weißt du? Da hat wieder irgendein Schlumpf hat in den alten Schlumpffolgen wahrscheinlich mal das Wort, Scheiße oder sowas gesagt. Und das darf man ja dann auch wieder nicht mehr sagen. Das ist nicht in Ordnung. Wobei, wenn es nur bei Scheiße bleiben würde, ich glaube, das ist eher was anderes, oder? Oh Gott, Hilfe! Oh ne, ich sammle das jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht lebensmüde. Ich habe ja schon alles gefunden. Also alles Wichtige gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Neuauflage gegeben hat. Ranma ein Halb, also ist jetzt nicht, ist halt Anime, ne? Hat jetzt aber auch eine Neuauflage gekriegt. Da wollte ich mal reingucken. Weil Ranma war ja auch meine Jugend. Das lief halt damals auf RTL 2 immer. Und da hätte ich jetzt irgendwie auch schon mal Lust, rauszufinden, ob das in Neuauflage vielleicht doch ganz cool ist. Oh, ich war wieder zu langsam. Warte, ich muss mal rennen. Wenn ich renne, dann kann ich leider nicht so präzise sein. Ihr seht schon, ja. Siehst du, das präzise Sein mit Rennen ist nicht so. Ich probiere trotzdem mein Bestes. Aber ich habe doch schon alles gefunden. Wieso mache ich das überhaupt? Hä? Aber ich habe doch schon alles gefunden. Ja, gut. Für die Statistik, okay? Die Neuauflage One Piece habe ich mir nicht gegeben. Da habe ich mir gesagt, so, nee, warum? Ich habe ja auch die alte Version nicht gesehen, also da interessiert mich die Neuauflage nicht. Ich meine nicht die Realverfilmung, oder beziehungsweise die Realserie, sondern die Version mit, als Anime. Den haben sie halt auch wieder neu gemacht. Die Frage ist, warum muss man alles neu machen? Kann man sich nicht mal was selber, was Neues ausdenken? Es gibt so viele tolle Manga. Wieso muss man immer wieder das Gleiche nehmen? Es gibt so viele tolle Manga, die meiner Meinung nach eine Serie verdient hätten. Aber nein, das darf nicht. Wir wollen immer das Gleiche. Und Ranma ein Halb ist halt auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das ist halt so Pipi-Kaka-Humor. So. Oh mein Gott, sie hat Brüste. Ui, ui, ui. Quietsch, 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 hu, hu. Und so, ne? Das ist halt irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, das guckt sich heutzutage auch kaum noch einer an, oder? Oder wer lacht da noch drüber? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Manga lese, dann ist okay, dann lache ich da auch gerne mal drüber, ne? Aber halt eben so als Nostalgiepunkt halt, ne? So. Ich glaube, ansonsten ist dieser Pipi-Kaka-Humor vielleicht auch nicht mehr unbedingt gerade der zeitgemäßeste.